Zombie Apocalypse. Und los geht's. Das war easy. Oh nein. Es ist so dunkel. Psst. Warte, Mutten. Was muss ich hier machen? Die ganze Zeit kommen Leute dazu, dann ändern irgendwie jeder seinen Namen hier und ich check gar nichts mehr. Hallo? Geht doch. Wo muss ich jetzt noch hin? Da unten links. Hier irgendwo habe ich eine Quest. So. Also, der Herr Kenobi war's nicht. Der Herr Kenobi Hello. War's nicht. Diesen Mord kann Kenobi nicht begangen haben. Ja, die Frage, welcher von den zwei? Hey, wir haben nur einen Kenobi. Ne, welchen von den zwei Morden? Achso, Kotzi. Ja, den einen, wo ich war, den, wo er reported hat. Kotzi, glaube ich, war das. Der, ja, welchen hast du überhaupt reported? In Weitel. Kotzi. In Weitel, ja, Weitel. Ja. Wo ist das? Neben dem Emergency. Alter, ich hab keine Ahnung, wo hier was ist. Mittlere Karte, rechter Raum. Recht in der Mitte. Okay. Also bei. Okay. Also Leo und Kenobi können sich decken. Ja, wir haben Zeitbetrüger, ne? Also zählt das trotzdem stimmt, nicht. Ja, stimmt, zählt nicht, ja. Das Problem ist, jetzt müssten wir theoretisch einen kicken, weil sonst machen die Boss dann einen Double Kill und haben das Spiel gewonnen. Also. Wenn es hilft, ich habe den Schlüssel links mittig umgedreht. Okay. Wer ist das gerade, der redet? Ich kenne Leo Shiny. Also ich würde sagen Leos. Ja? Ich habe auch die gleiche Quest. Ha? Das kann gut sein, ja. Warte. Wir waren beide auch beim Asteroidenabschießen gewesen. Mhm. Aber ich habe den Umut einmal gesehen. Und er sagt, wir wären's. Mhm. Ohne vorher zuzuhören oder sagen, wo er selber war. Ja, genau. Wo warst du denn, Umut? Ich war rechts unten. Ich weiß nicht, wie das heißt. Genau da, wo die Leiche war, okay, ja. Ich muss irgendeinen Code eingeben. Weißt du, ich muss das nachmachen, was mir da vorgegeben wird. Okay. Wie du meinst nachmachen? Wo denn? Wie bist du denn da hingekommen? Hier ist Timestamps, wo du immer diese Tasten drücken musst, ne? Mhm. Okay. Wenn hat Kenobi jetzt da gemacht? Ich hab den Umut. Ja, ich weiß, dass du mich gemacht hast, du Penner. Wir müssen aber ein Wort machen. Wir müssen. Ja, ich hab keine Ahnung, wer Umut ist oder was. Wer ist denn Jeff? Jeff. Achso. Alter, das ist euer fucking Ernst. Also, Oh nein.
Umut, das tut mir leid, ich musste dich für meine Pläne missbrauchen. Bei dir ist es nicht so schlimm. Alles gut. Ich habe keine Beweise, aber er ist es. Nein, nein, er ist es. Ach, ich bin mir ziemlich sicher, er ist es. Keiner, der es wirklich war, wurde verdächtigt. Guter Kerl. War einfach zu gut. Licht wurde ausgemacht. Kremer war da allein in der Toilette. Raja! Kremer war allein in der Toilette mit dir. Was ist denn da passiert? Außer dem Mord. Wer ist überhaupt Kopf 19? Ich bin Kopf 19. Omni. Tödlich. Das ist Kenobi und ich nicht Sinn. Leid, wenn anfangen? Ich immer so blöd frage, aber ich will nicht einfach starten, ohne dass alle da sind, die dabei sein wollen. Den Alter. Hund jetzt mitmachen oder dauert es noch bei ihm? Ja, ich war es, ihr zwei, ne? Ich glaube auch, wir haben einfach eure Namen übernommen. Eigentlich haben wir die Runde gewonnen, gell, Kenobi? Okay, dann starte ich nochmal und denkt an eure Tasks, die müssen fertig werden. Ja. Gott, kann ich jetzt auch mal bitte der Poster sein? Das ist doch kacke. Immer nur Crewman, also das ist bestimmt wieder Kremer oder Chris oder Roy. So, ich hoffe, ich kann jetzt hier in Ruhe erstmal die Aufgaben machen. Warte, es geht schon los. Die war doch da irgendwo. Oh nein. Okay, Communication ist der nächste. Also ich habe die Leiche bei der Rakete gefunden. Du standest aber schon ziemlich lang, ne? Und als ich gekommen bin, hast du sie erst reported. Dann eine Leo. Sekunde. Mhm. Ich habe jetzt ein paar Fragen an dich. Ein paar. Ich durchlöchere dich jetzt. Frage 1. Wieso drehst du um, wenn du mich siehst und rennst mir direkt hinterher? Wieso umgedreht? Frage Nummer 2. Was hast du ins Deutsch gemacht? In den Miniraum in der Mitte, direkt unter Start? Nix. Ich wollte sehen, ob du jemanden umgebracht hast. Frage 2. Was für einen Schlüssel hattest du? Du wolltest diese Scheiße doch nicht mehr machen. Der ist mir viel zu suspekt. Ich frag nur ihn, sonst keinen. Okay. Nur ihn. Nur Schein. Welchen Schlüssel? Links irgendwo. Entweder wieder der untere oder der eins drüber. Was hat das zu bedeuten? Also der ganz links unten oder der eins drüber. Okay, ich hab auf jeden Fall einen anderen Verdacht. Also erst einmal hab ich eine Sekunde an der Leiche gewartet, mehr nicht. Zweitens kam Stefan aus der Richtung entgegen. Also der kann natürlich, als die Lichter... knapp, aber als die Lichter aus waren, hätte er natürlich dann vorbeigelaufen sein. Hatte irgendjemand von euch einen den Schlüssel ganz unten links oder einen drüber? Ich kann den jetzt noch machen, den Schlüssel. Ich habe den noch nicht gemacht. Ach ja, und ich bin umgedreht, weil du mir zu schnell warst. Ich wollte eigentlich mit dir mitgehen. Schlüssel ist da oben wo am Spawn. Ja, quasi, ne? Ja, genau. Welche Schlüssel noch hattest du? Die muss ich auch noch hin. Dann mach die beiden Tasks bitte direkt. Was hattest du bedeuten? Aber ich werde danach nicht mehr fragen, was ihr habt. Verschweigt es einfach. Wenn ihr wisst, dass es trotzdem Leo war, dann... Was hat denn für einen Sinn, welche Schlüssel auf hat? Schmeißt aber ich dir gleich nach der Runde erzählen. Okay. Aber ihr wisst schon, dass wir jetzt gerade am Arsch sind, weil nur noch ein Double-Kill. Ja, wir müssen einen voten, aber das... Also mein Verdacht ist auf Kotzi, weil er ist aus der Richtung gekommen. Ich habe da keine Leiche gesehen. Hast da keine Leiche gesehen? Also es käme... Und du bist dahin, bei mir standest du da 2 Sekunden und hast erst dann reportet, dass ich reingekommen bin. Jemand zu Licht und direkt jemand zu Seismic. Und Report-Button spam. Spammt den Report-Button, was das Zeug hält. Oh.
Also ich versuche jetzt da unten rechts hinzukommen. Da bin ich schon mal falsch gelaufen, wieder. Hä? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Leo hat gelogen. Der hat den Schlüssel nicht auf der linken Seite. Wieso? Du hast den Schlüssel nicht auf der linken Seite? Doch. Nein, hast du nicht. Doch. Du stehst am Tisch an der falschen Position für den Schlüssel. Hä? Was? Ja, du stehst am falschen, an der falschen Position am Tisch. Du müsstest den Schlüssel rechts in der Mitte haben, so wie du stehst. Du müsstest den letzten Schlüssel von uns 8 Personen quasi haben. Hast du aber nicht. Du hast gar keinen Schlüssel. Hä? Du spielst ich hab das gar keine Spiel Ahnung, viel, was du... Du spielst das Spiel viel zu häufig, ne? Was? Ich hab gar keine Ahnung, was du meinst. Ja, ich glaube, du hast ein Problem, Gamer. Aber es hängt wirklich zusammen, dass die Schlüsselposition auch mit den Positionen... Mit ja, die Schlüsselposition hängt mit dem Tisch zusammen, wie man spawnt. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Die Reihenfolge unserer Tischspawns ist dieselbe Reihenfolge wie die Schlüsselspawns. Und dieselbe Reihenfolge wie die Vitalspawns. What? Also irgendwie glaube ich dir das nicht. Nachdem du im Tisch, an der Tisch zweite Reihe Mitte stehst, hast du auch du hast mich jetzt am Anfang verdächtigt, jetzt direkt verdächtigt. Ich glaube, Krämer ist es, der mich einfach raushaben will. Und der aber einfach ich, jetzt uns voten will. Das Problem ist, also ich habe auch Verdacht auf Flo, weil er meinte, macht schnell das Licht an wieder. Ja, ja genau. Oh, das er wollte schnell hinrennen. Er wollte ganz schnell hinrennen. Warte mal, ganz kurze Frage. Wieso sollte ich als Imposter jetzt nicht einfach das Licht ein bisschen später anmachen und dann double kümmern? Erstens war derjenige, der das Licht angemacht hat, viel zu früh. Es war easy auszumachen und den Knopf zu drücken. Ich war der Einzige, der am Tisch stand. Ja, nee, ich meine aber nur gerade eben die Aussage am Anfang. Mach das schnell das Licht an, aber das Licht ja, war... Ja, schnell das Licht und Seismic. Ich habe gesagt, geh zum Licht und Seismic. Ja, da kannst du falsch genau, ach so meinst du das. Ach so, ich dachte... Auch mit irgendjemandem da hingegangen, theoretisch hingehen und dann den einfach umbringen. Nee, nee, ich hab ja, aber wieso sollte ich am Tisch stehen bleiben und den Knopf drücken als Imposter? Erklär mir den Grund. Damit du nicht verdächtigt wirst. Ach, und das willst du damit sagen, ist es einfacher, jetzt nochmal so eine Runde zu starten und dich zu blamen, als einfach ein Double Kill zu machen? Das hätte ich doch ja gar nicht nötig. Du spielst das Spiel viel zu häufig. Ja, und komisch, tue ich auch. Du hast echt einen Punkt. Sowas nennt man Sucht, aber es ist die gute Art von Sucht, weil ich sterbe daran nicht. Aber da, vielleicht doch, ich weiß es nicht. Alter, ich bin komplett lost. Ich habe keine Ahnung, was wir diskutiert haben und ich muss den Schlüssel oben noch machen. Oder? Hier? Nein. Alter. Nur noch diese eine Quest. Und dann bin ich fertig. Nur noch 2 Quests. Stefan? Ja. Du hast die Leiche nicht gesehen? Wo? Was? Die lag quasi direkt unter dem Eingang zu Labor. Und ich will jetzt nicht sagen, dass uns Luma aus der Richtung entgegenkam, aber uns kam Luma aus der Richtung entgegen. Und du bist drüber gelaufen. Und... Ich habe sie tatsächlich nicht gesehen. Das war die Leiche, die du nicht gesehen hast. Wo genau lag sie? Direkt unter dem Eingang zum Labor. Ich bin noch ganz kurz hoch zu Seismic gelaufen, um zu schauen, ob da jemand liegt. Da bin ich runter und wollte in die Richtung, wo Chris herkam, um zu schauen, ob er in der Zeit gerade einen unten umgebracht hat. Und da lag die Leiche dann direkt unter. Also, der Eingang zu Labor
die Tür, die verschlossen werden kann, ne, weißt du, wo du gerade durchgegangen bist? Ja. Da drunter. Meter weiter drunter. Unter welcher Tür? Und bei Leo war einer, sonst wäre jetzt die Runde übrigens vorbei. Ja. Und ich glaube auch, dass es Stefan und Leo waren, weil ich weiß nicht, ob Stefan war. Stefan ist nicht den Weg über die Leiche gerannt. Ja, das Problem ist, Leo hat ja auch direkt versucht, ihn zu decken. Also, weil er sagt so, ich stand halt so eine Sekunde an der Leiche. Er stand ja ewig lang an der Leiche. Also ich glaube halt, weil Stefan zweimal aus der Richtung von der Leiche jetzt kam. Es kann gut sein, dass er es war. Wirklich ist es. Aber okay, mal, die Leiche, lag die eher vor der Tür oder um die Ecke? Wenn die um die Ecke lag... Etwas weiter unterhalb der Tür, mehr nicht. Einfach nur ein bisschen weiter unter der Tür. Nicht um die Ecke. Ich hab die halt wirklich nicht gesehen, ne? Kein Scheiß. Ich hab da jetzt auch nichts gesehen. Wieso? Und ich glaube, nach dem About gegen Leo sollte ich was safe sein, ne? Wieso glaube ich nur aus Routine, dass es trotzdem wieder Flo ist? Jetzt schmeiß mal einen Kollegen raus, anstatt den Double Kill zu machen, um zu gewinnen. Hm. Wie häufig soll ich noch sagen, dass ich jetzt einfach diesen Double Kill gemacht hätte? Also ich sag, dass es Stefan ist. Ich sag, das ist zur ersten Runde von Duma. Ich weiß nicht, wie ich dahin komme. Oh nein. Chris. Stefan hätte mich holen können. Ich komme da nicht hin. Wieso geht das? Mario, wo warst du heute schon, ne? Also ich bin jetzt ganz rechts irgendwo in der Ecke und habe eine Verkabelung gemacht. Auf dem Weg kam mir... Also ganz am Anfang da war ich noch unten links. Da war Chris mit dabei. Klotzi. Den habe ich ganz kurz gesehen. Okay. Aha. Kurz davor ging die Türe zu, wo ich reingekommen bin. Ich konnte auch irgendwie nicht mehr raus. Du musst dann die Leuchtenschalter aufmachen. Achso, okay. Um rauszugehen. Cool. Ich hatte erst in dem Moment erstmal Panik gehabt, dass es Chris gewesen wäre. Dann bin ich komplett links hoch. Und dann komplett rechts rüber. Und auf dem Weg kam mir dann Krotzi entgegen. Der hätte mich in dem Moment holen können. So einfach so. Ja, okay, weil, Krotzi, wo warst du? Was hast du dann gemacht, Krotzi? Ich war jetzt gerade unten rechts von Electrical, wo man diesen Data-Upload machen muss. Unten rechts kann ich sein. Dann ging das Licht aus und dann wollte ich zum Licht rennen. Ich bin von oben links nach oben rechts gelaufen. Wie kommst du denn dann, wenn du mir oben links entgegenkommst, auf einmal nach unten rechts? Du warst beim Licht. Ich hab's dann nämlich auf der Map gesehen, wo die Leute sind. Es waren nämlich drei Leute gleichzeitig Richtung Electrical. Und dann ist Chris gestorben. Also quasi deine Geschichte kann nicht so anstehen. Schwein ist da gestorben. Also wenn mich Luma jetzt geplayt hat, dann geh. Aber ich denke mir so irgendwie, deine Geschichte kommt nicht ganz hin. Wenn deine Geschichte hinkommt, dann habe ich sie falsch aufgefasst. Dann tut's mir leid, Stefan. Dann hab ich jetzt auch die Runde verloren. Gut. Dann hat Luma aber eine richtig gute... eingespielt, aber... Ich glaube, ich habe dich überhaupt kein bisschen eingespielt. Du wolltest das Licht dann machen, aber du warst doch in der Nähe. Wieso rennst du davor weg? Ich habe das Licht nämlich angemacht. Ich bin doch nicht vom Licht weggerannt. Natürlich, wenn du gerade sagst, du bist unten rechts. Ich war unten rechts von dem Licht. Also von Electrical. Das hast du so nicht Hab da gesagt. Den Leiter-Upload gemacht. Bin dann als... Nein, du warst schon in den Raum. Ich hab's doch auf dem Pult gesehen. Ihr wart zu dritt in diesem Komplex. Also ich war ja nicht am Poster, aber ich habe keine Ahnung, was du jetzt für eine Also ich bin so schön, dass Krämer einfach nie wieder irgendwas sagt, Alter. Das also Krämer, deine Logik macht überhaupt keinen Sinn.
so in- und auswendig. Das ist so unfair. Ihr müsst dann das ist so gucken, unfair. Da lernt ihr sämtliche Tricks. Das ist abartig, was es alles gibt an Tricks in dem Spiel. Das okay, mal deine so Logik. Unfair. Kein Sinn. Also ich habe auf dem Pult gesehen. Guck mal auf dem Pult. Stellen wir, das ist schon ziemlich. Wie kann das auch? Warum lebst du noch? Ich weiß, ja, aber das hast du mir gesagt, da graben muss und graben. Ich guck mal jetzt mal. Wo kommst du denn da hin?